Was reden Prominente, wenn sie unter sich sind? Faces lädt zwei bekannte Gesichter zum Essen ein. Diesmal treffen sich zwei alte Fernsehhasen, Kurt Eschbacher und Röbi Koller. Kurt Eschbacher ist der Fernsehmann, den man nie nur aus Langeweile schaut. Seit 1981 moderierte Eschby Straßenfeger wie Karussell, Grillpastell oder City Trends. Dort nimmt er auch seine erfolgreiche Late-Night-Talk-Sendung Eschbacher auf, für das der TV-Star 2006 mit dem TV-Star ausgezeichnet wurde. Seine Karriere fing er als Radiopirat auf dem Pizzo Gruppera bei Roger Schawinski an. Von 1988 bis 1994 moderierte er die Morgenshow Vitamin 3, bevor der Querkopf eine gleichnamige Fernsehshow erhielt. Dann kamen legendäre Langzeitreportagen über die Eiger Nordwand oder die Zürcher Langstraße. 1981. Mhm. Lange drüber. Ich weiß aber, dass du einen Schnauz gehst. Ja, natürlich. Und tupierte Haare, genau. Nein, nicht tupiert. Nein, es ist was einfach so halt hingestreckt, ja, mit dem Föhn jeden Morgen. Aber ich kann dich beruhigen, ich habe auch einen Schnauz gehabt zu dieser Zeit. Wann hast du deinen abgeschnitten? Als ich zum Karussell kam, hat irgendjemand gesagt, mit dem kannst du nicht moderieren. Die Leute fragen mich, sind sie ein Hobbykoch? Und sagen, um Gottes Willen, nein. Das, alles andere, das sind das die Schlimmsten. Was sind gute Gäste für dich? Kann ich grad, können wir gerade anknüpfen? Ich glaube, solche, die einfach bereit sind, sich preiszugeben, die selber auch neugierig sind darauf, was der andere wissen will, und die aber nicht irgendwie etwas vorspielen möchten und nicht irgendetwas mehr sind, als sie sind. Weißt du, es gibt die, die sich verweigern, die kannst du nicht brauchen. Mm-mm. Aber die, das die sind sich... Zürcher Szene-Leute, die kommen grundsätzlich, haben die ein Problem mit sich selber. Aha. Auf der einen Seite, sie sind... Das können wir ja sagen, wir sind beide nicht Zürcher. Nein, ja. Eben, du kommst von Zug, ich von ja. Bern. Auf der einen Seite, sie sind extrem gickrig, endlich berühmt zu werden, ja, und im Fernsehen zu kommen. Aber gleichzeitig wollen sie beweisen, dass sie ja völlig unabhängig von dem Image am Fernsehen zu kommen, möchten sich selber bleiben. Und sie meinen, sie verlieren sich am Fernsehen, was überhaupt nicht so ist. Du, mit deiner Sendung, Zart oder Bar? Ja, die ist ja, gibt's ja schon nicht mehr. Ja, die läuft die ist ja schon fertig. Ja, aber schon, das ist einfach alles noch, was noch im Kasten ist, wird jetzt noch gesendet, ist schon vergessen. Für mich, fast. Wie schwierig ist also, das? Vergessen. Jetzt stellst du die Frage, stell ich fest. Nein, das tue ich überhaupt nicht. Ich versuche mir Sachen auch für mich selber zu überlegen. Auf der einen Seite haben wir einen Job, wo das, was wir machen, immer sehr im Rampenlicht steht. Und zwar nicht anonym, sondern ja, das ist der Gring. Und auf der anderen Seite lassen wir zu, habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, dass Sachen nicht so sind, dass sie maßgeschneidert stimmen. Schau jetzt beim Quer war es massgeschneidert. Mhm. Beim Happy Day ist es für mich auch sozusagen massgeschneidert. Mhm. Deine Sendung ist sowieso massgeschneidert. Ich habe nie ein Konzept von einem Mann. Ich bin ganz eine arrogante, ja, alte Sau. Eine Diva. Ja, genau. Eine Diva. Natürlich. Aber im positiven Sinn auch. Ja. Einer mit Glamour, mit einer gewissen Unnahbarkeit. Bei dir kann man. Ist einfamilienhäuslich fragen, am Samstag hast du mir einen Schlauch fürs Auto zu waschen. Und du hast den Schlauch und du hilfst mir, genau, mit, das Auto, genau, zu waschen. Bei mir weiss man, A, ich habe keinen Schlauch, B würde ich ihn nie geben und C würde ich nicht mitwaschen. Das ist der Unterschied. Ja, es ist sehr lieb. Überschätzt mich aber auch ein bisschen. Ich habe nämlich mal einen Schlauch. Ich habe früher gebetet, Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein. Beschütze, regier und leite mich. Tag und Nacht, ich bitte dich. So etwas. Und jetzt bete ich schon? Nein. Bete hast du gehört? Bete nicht, ja, schon lange. Ich bin katholisch erzogen worden und habe nicht so gute Erinnerungen an die Zeit damals, wo alles noch sehr obligatorisch war, in die Kirche gehen und all das Zeugs. Ich glaube an eine höhere Macht, absolut. Mhm. Ich glaube schon. Ich glaube auch, oder ich hoffe, dass es nach dem Leben etwas anderes noch gibt. Weil einfach in der Erde vermuttern ist nicht eine schöne Vorstellung. Das die wollte ich nicht machen. Willst du nachher als Humus wieder um die Rosen herumenden? Ja. Aber sicher. Ich nicht. Doch, nein. Ich finde das genügend. Ich will das Engel hier oben noch ein bisschen Spass haben.